Liebe Bierfreundinnen, liebe Bierfreunde, wir haben einen Anschlag auf euch vor. Wollen wir es Ihnen wirklich sagen? Ja, doch. Also, wir haben uns überlegt, dass das da ersetzt werden müsste. Alex, durch was wollen wir es denn ersetzen? Ja, durch dies und das haben wir ja schon mal gesagt, durch alles, was uns so erreicht und was wir so finden, was mit Bier zu tun hat oder auch nicht. Oder durch Einsendungen unserer fantastischen Zuschauer. Aber wir haben inspiriert durch das Trump-Bier, das wir verkostet haben, uns gedacht, wir machen jetzt Bier nicht great again, sondern wir machen es sexy again. Ja. Make Beer sexy again. Das ist unser Slogan 2018 und dafür brauchen wir eure Hilfe. Ja, und damit ihr mal so ein bisschen, wie sagen wir, ein bisschen angefüttert werdet, haben wir uns auch mal ein bisschen ins Zeug gelegt. Genau, wie das aussehen könnte, das seht ihr hier. Dass ihr uns eure sexiest Bilder, Bierbilder schickt, die ihr vielleicht extra dafür macht. Und dann bekommen die bei uns einen Ehrenplatz. Da hinten ist noch viel Platz. Und wir werden diese Bilder sozusagen wie beim Mitarbeiter des Monats, gibt es dann praktisch den sexy Bier-User des Monats. Userin gibt es zwar auch. Ja, genau. Das gilt natürlich genauso für beide Geschlechter. Küren wir dann... stellen wir auf und vielleicht gibt es am Ende des Jahres dann sogar noch einen kleinen Kalender, den wir da draus basteln können. Oder ein Best-of. Macht mit bei diesem Spaß. Wenn ihr Bock habt, schickt uns eure sexiest Bierfotos an mail@bierprobierer.com. Wir behalten uns vor, eine Auswahl zu treffen, was wir veröffentlichen. Also es ist wieder mal eine Frage des Geschmacks. Aber, ne? ihr müsstet natürlich automatisch mit Zusendung der Fotos, stimmt ihr natürlich zu, dass diese auch veröffentlicht werden dürften. Ich finde es eine super Idee. Ich freue mich total auf das, was von unserer geilen Community kommt, weil es ist nun mal so, wir haben definitiv die geilsten Zuschauer von allen. Wir brauchen eigentlich nur 12 Bilder, wenn wir ehrlich sind, weil dann können wir schon einen Kalender rausbringen am Ende des Jahres. Also wir freuen uns auf eure Einsendungen. Sexy Bierfoto des Monats.